Schalömmchen, Freunde. Schalömmchen, Freunde von vielleicht dem hier, wer weiß. Der alte Profi haben wir wieder rausgekramt und mit dem zeigen wir euch heute mal, welche Settings wir früher benutzt haben und welche ihr theoretisch heute auch benutzen könnt. Genau, es geht um XyoDash. Beim letzten Mal war Scootech Utility ein bisschen vorgestellt, heute machen wir ganz mal mit XyoDash. Und ja, als allererstes ladet ihr euch die XyoDash App runter. Die gibt es im Play Store, nicht im App Store leider, ihr braucht auf jeden Fall ein Android-fähiges Gerät. Leider. Ja, leider ist wirklich so. Also und ihr könntet theoretisch auch ein Tablet benutzen. Und es kostet leider auch Geld. Genau. Je nach Modell kostet bis zu 50 Euro, aber ihr müsst die 50 Euro nur dann bezahlen, wenn es auch funktioniert. Also die Download ist komplett kostenlos. Ja, und dann klicken wir jetzt erstmal rein und zeigen euch, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier den Profil und ich zeige euch jetzt erstmal, was der hier für Settings hat, also was der kann. 49 km/h. Das ist jetzt die Akkuladung in Prozent, was ziemlich cool ist. Wir haben hier einen Zusatzakku dran gebaut. Wir haben hier einen zweiten Bremshebel dran gebaut. Wir haben den quasi komplett geupgradet. Und jetzt schaut euch das an. 22 km/h im, ich nenne jetzt mal legalen Modus. Mit Tempomat. Genau. Wir haben jetzt in dem Fall noch die, ich sag mal, unsichere Variante, den schneller zu machen. Aber auch das zeigen wir euch mal kurz. Quasi einfach Bremse, Gas, anmachen. Kurz warten auf die 14, auf die Fehlermeldung. Und dann einmal anklicken leicht. Wie sich das anhört. Die bringt ihr nicht auf Straße, aber so 40, ja. 43, so, das ist realistisch. Und die Settings gehen wir noch ganz kurz rein. Wir zeigen euch das anhand des Modells, nicht an dem G2 Max. Es funktioniert bei dem G2 Max genauso wie der hier. Nur wir müssten jetzt hier 50 Euro zahlen. Da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Das gönnen wir dem jetzt nicht. Ich habe schon genug Geld für XyoDash ausgegeben. Deswegen haben wir den hier wieder rausgekramt. Aber es ist im Prinzip genau dasselbe. Also, als allererstes sehen wir hier Xiaomi Pro 4. Bei euch steht vielleicht was anderes, nur wir haben den aktiv so benannt. In Wirklichkeit ist es hier gar kein Pro 4. Da kommen wir später zu. Wir klicken einfach da drauf. Dann connectet der. Jetzt steht hier unten schon Disconnect, das heißt, er ist connected. Und jetzt seht ihr schon, der hat hier schon irgendwelche Settings. Die gehen wir mal ganz kurz durch. Im Endeffekt funktioniert es ähnlich wie bei Scootech Utility. Ich finde XyoDash nur ein bisschen übersichtlicher, weil man nicht die ganzen Menüpunkte erst ausklappen muss. Wir sind jetzt zum Beispiel hier im Profil 2, Secondary. Ich switche jetzt mal auf das Boot-Profil. Und hier können wir zum Beispiel sehen, was wir eingestellt haben. Bei Control Mode haben wir Speed Control Mode. Das ist quasi, ja, ich kann das mal einmal umswitchen, wenn ihr wollt. Moment, boah, das Handy, ne? Direct Power und Direct Power Control und so weiter. Das ist die Kontrolle beim Gas geben quasi. Da könnt ihr theoretisch einfach auf Control Mode, Speed Control Mode lassen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Eco Settings im legalen Modus einfach 7 Ampere genommen. Den CRC-Wert, das ist der iDelta Throttle Response. Das ist quasi so das Ansprechverhalten, wenn man das so nennen möchte. Haben wir auf 0,3 und Vmax haben wir auf 10. 10 km/h im Eco-Modus ist in Ordnung, denke ich. Dann haben wir hier im Drive-Modus weiter unten den Pmax Power Output auf 20 Ampere erhöht. Das ist quasi immer so die Ampere-Stärke. Als Beispiel, der Fritz 2 hat mit 48 Volt 30 Ampere. Deswegen geht der auch so ab. Wir haben hier aber nur 36 Volt und haben jetzt hier im Drive-Modus 20 Ampere reingeballert. Den CRC-Wert hatten wir hier auf 0,9. Übrigens, umso mehr Ampere raushaut, umso weniger Reichweite habt ihr theoretisch. Genau. Also nicht theoretisch, sondern praktisch auch. Und deswegen haben wir hier auch 22 km/h im Drive-Modus. Das bedeutet, wir haben hier im Drive-Modus die gleiche Geschwindigkeit wie im Sport-Modus, aber mit weniger Power für mehr Reichweite beim Geradeausfahren und so weiter. Das ist wichtig, wenn man wirklich andere Settings machen möchte, zum Beispiel energiesparende Settings, kann man die Ampere-Leistung runtersetzen, dann beschleunigt der Scooter nicht so schnell, aber ihr kommt weiter damit. Ihr müsst auch nicht mal hingehen und den jetzt unbedingt schneller machen. Ihr könnt auch alle Profile auf 22 km/h lassen, aber euch Sachen ermöglichen wie einen Zusatzakku oder sowas. Das ist einfach auch so schade, weil das nur bei den Xiaomi, bei den Nimo-Modellen so wirklich funktioniert, wo man sagen kann, man kann alles Mögliche einstellen, ja, durch XyoDash oder Scooter-Hacking. Und ich wünsche mir einfach, dass das auch mit anderen Modellen funktioniert. Jetzt nicht unbedingt Geschwindigkeit, klar ist nicht erlaubt. Aber wenigstens Zusatzakku und so weiter. Zusatzakku, ein bisschen Ampere-Leistung, dass man variieren kann zwischen, genau, 30 bis 15 Ampere. Manche Leute sagen, okay, ich fahre heute mal ein bisschen länger, dann tue ich die Ampere-Leistung runter. Überleg mal, wie krass du ein Auto tunen kannst mit Chip-Tuning und so weiter. Da fährst du ja auch nicht unbedingt schneller, ja, mit. Ich meine, dafür gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Fahrmodi, aber allein diese Funktion, dass man das machen könnte. Ich würde es gerne selber bestimmen. Eben. So, fertig. So, und jetzt sind wir auch schon das Wichtigste durch. Jetzt haben wir hier Sportmodus, da haben wir 25 Ampere und 22 km/h und den CRC-Wert haben wir auf 1. Wenn ihr CRC-Wert zu hoch macht, habt ihr Probleme beim Anfahren. Dann boostet ihr euch am Anfang so weg. Macht keinen Spaß. Lasst es im Originalmodus einfach maximal auf 1. Es reicht aus Erfahrung komplett aus.
Jetzt haben wir hier Settings. Da steht Combination to boot into Profile 2, Secret Modus. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt, wo ich den Gas und Bremse gemeinsam gedrückt habe. Steht hier auch Press Brake and Throttle. Da kann man noch ein bisschen ändern. Das Handy, zum Beispiel Move Wheel, dass ihr den schieben müsst, während ihr den anmacht. Oder dass ihr die Bremse drückt und den schiebt, während ihr den anmacht. In dem Fall dann die elektrische Bremse. Mit der hier ist es ein bisschen schwieriger, weil ihr dann ja auch die Scheibenbremse hinten bremst. Aber mit unserer rein elektrischen ist es natürlich dann einfach. Ja. Oder jetzt, hier alle Gas geben und dabei fahren und so weiter. Alle, die aufgepasst haben, der Profi hat normalerweise nur eine Bremse. Deswegen haben wir eine zweite Bremse hier dran gemacht. Aber den Pro 4 kann man in der Variante auch gar nicht so tunen, meine ich. Nein, wir haben den mit einem 1S-Controller getunen und einem 1S-Dashboard. Wir haben quasi einen ganzen 1S hier reingebaut. Wir haben sogar den Motor vom 1S hier reingebaut. Haben wir wirklich gemacht, ja. Und ja, jedenfalls kann man das hier zum Beispiel machen, Only with App. Only with App ist natürlich die sicherste Variante. Dann müsst ihr jedes geiler, Mal hier draufklicken. Umso geiler ist es ja eigentlich, dass es mittlerweile auch mit dem Ninebot G2 Max funktioniert. Klar. Deswegen machen wir das Video jetzt nochmal neu und die Sachen ein bisschen aufleben zu lassen. Genau. Natürlich passt auf, fahrt damit nicht auf der Straße, das ist illegal. Das ist verboten. Ihr dürft hier alles tun, das ist komplett legal, aber ihr dürft damit nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Das sollte ja jedem klar sein. Und hier Only with App ist halt die sicherste Variante. Dann kannst du es nur hier drüber machen, indem du von Profil 1 auf Profil 2 klickst. Relativ selbsterklärend. Bei den ganzen Settings ist es eigentlich nicht so wichtig, dass ihr euch die 1:1 von uns abguckt, sondern dass ihr vielleicht ein bisschen selbst experimentiert. Wichtig für euch ist nur, macht es nicht zu hoch, sonst kann was kaputt gehen. Es ist noch nie in unserer ganzen Existenz irgendwas kaputt gegangen, selbst wenn wir alles auf Anschlag gedreht haben. Aber wollten wir trotzdem den Disclaimer, wollten wir trotzdem eben raushauen. Übertreibt es nicht, könnt einfach selber ein bisschen probieren. Der Ninebot G30, der hier steht, der fuhr sogar 150, 140 oder so in der Luft. Und ja, der fuhr 240. 240? Ja, der Tacho ist bis der GPS ist ja bis 190 mitgekommen und dann ist er ja abgekackt. Also in der Luft fährt er 240 und der fährt immer noch. Der geht eher aus, als er was passiert. Aber natürlich dann nur in der Luft, da ist kein Widerstand hinter. Und, ja. Aber trotzdem gesagt, der Scooter, der G30, wo wir den gefahren sind, auf maximalen Anschlag, ist eher ausgegangen, als was kaputt gegangen zu sein. Es gibt aber auch Fälle, bei den älteren G30-Modellen zum Beispiel, da sind die MOSFETs durchgebrannt. Gab es auch schon. Oder die Motorstecker waren zu schwach, hatten zu hohen Widerstand und sind dann abgeraucht. So, der Scooter ist ausgegangen, weil wir nichts gemacht haben hier und die Scooter-Shutdown-Time auf 5 Minuten war oder so. Aber die App ist noch an. Wir können natürlich jetzt nichts mehr umstellen, aber ich kann es euch trotzdem zeigen. Was halt geil ist hier, ist zum Beispiel, dass wir die Motorstartgeschwindigkeit einstellen können. Wir haben sie jetzt hier bei 1,5 km/h, da muss man nur so leicht antippen. So, hier Inactive Power of Delay. Null Stay on Forever. Das war jetzt quasi nicht auf Null. Stay on Forever. Und jetzt haben wir hier wieder was Interessantes, was es bei Scooter Hacking Utility nicht gibt. Und zwar Full Battery Mileage. Wir sehen 45 Kilometer. Mit den Settings, die wir hier haben, haben wir getestet, dass er 45 Kilometer weit fährt. Und wenn ihr dann zum Beispiel hier auf Dash geht, was ich euch gleich noch zeigen werde, dann habt ihr eine Restreichweitenanzeige. Und die könnt ihr quasi, ihr fahrt den einmal komplett leer, checkt, wie weit seid ihr gekommen und stellt dann eure maximale Reichweite darauf ein. Dann habt ihr eine zuverlässige Restreichweitenanzeige. Ja. Und jetzt wird es auch wieder geil. Show Parameter when Scooter is not moved. Battery in Prozent. Was wollt ihr mehr? Warum hat das nicht jeder Scooter? Das heißt, der Scooter steht, sobald ihr fahrt, seht ihr die KM-Anzeige und sobald ihr steht, seht ihr, wie viel Akku der noch hat. Habt ihr gerade gesehen, der hatte, glaube ich, 49% Akku. Das ist halt wirklich geil. Man kann jetzt hier noch Play the Sound oder Selected Sound und so weiter. Das ist halt eher Spielerei. Das brauchen wir jetzt wirklich drauf eingehen. Wheel Size ist nochmal interessant. Wir haben es auf 9 Zoll, weil wir vorne ein 9 Zoll Rad dran haben. Jetzt dann in dem Fall jetzt hier auf 10 Zoll, bei dem Ninebot auch auf 10 Zoll. Das ist halt wichtig, damit es Tacho genau geht. Das checkt ihr am besten, weil das geht nicht immer 100% genau. Ihr macht euch eine GPS-App auf, fahrt. Guckt, fahrt Topspeed, zum Beispiel dann 22 und stellt dann den Tacho bzw. die Reifengröße so ein, dass es mit dem GPS übereinstimmt. Das hatten wir in dem Fall gemacht, da waren es ziemlich genau 9 Zoll. So, Power-Algorithmen, Punchier-Output und so weiter kann man anmachen. Motor, PWM-Frequency, das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls kann man die ganzen Sachen anmachen, habt ihr ein bisschen mehr Power jetzt. Frequency, dann hört der Motor sich anders an. Ja, das hatten wir schon mal dann. Das hatten wir schon mal gezeigt. Aber das ist eigentlich für uns, für euch, sagen wir mal, uninteressant. Das ist komplett uninteressant in dem Fall. Hier die Brake-Settings sind erstmal auch uninteressant. Da könnt ihr einfach einstellen, wie stark die elektrische Bremse zupacken soll. Was jetzt mal interessanter wird, ist zum Beispiel Throttle Handle Min, Throttle Handle Max. Da habt ihr quasi den, da könnt ihr den Weg des Pedals so gesehen bestimmen. Wenn ihr zum Beispiel Max auf wenig macht, dann hättet ihr zum Beispiel so schon Fullspeed.
Also quasi, wenn man hier, von hier bis hier, sind, ist der komplette Weg. 100%? Genau, und wenn man das nicht ganz macht, dann habt ihr quasi so einen kleinen Todpunkt am Anfang. Das könnt ihr alles einstellen. Das ist wieder aber, was, das braucht ihr euch hier gar nicht abzugucken. Macht euch die App auf und spielt damit rum. Ja. Und hier unten habt ihr Safe. Das ist ein Unterschied. Bei Scoot Taking Utility habt ihr diesen Safe-Knopf nicht. Hier unten müsst ihr immer einmal auf Safe drücken. Dann werden die Sachen übernommen. Geht aber auch während des Scoot an. Das heißt, ihr könnt es direkt ausprobieren. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Auto Down, Two Cares ist auch eine ganze geile Sache. Hier Auto Break Down, Two Cares. Das ist quasi, ihr könnt die Geschwindigkeit einstellen, bis wo der Scooter automatisch abbremsen soll, wenn ihr vom Gas geht. Ihr könnt zum Beispiel machen, dass er gar nicht abbremst. Ihr könnt machen, dass er zum Beispiel immer auf 22 km/h abbremst, ohne dass das Bremslicht hinten angeht. Als Beispiel ja. Jetzt. Also du könntest das zum Beispiel so einstellen, dass du bei 22 km/h weiter rollst, bis du dann bei 10 km/h ankommst und dann geht der in die Kers, also in die Gewinnung rein und dann bremst er dich ab. Genau, aber vorher zum Beispiel nicht. Speed Boost Experimental, das ist schon seit ungefähr 3 Jahren Experimental. Aber naja. Ist ja wirklich seit 3 Jahren Experimental. Das ist quasi der, wie hieß die Scheißnummer? Ja, der Speed Boost den Namen vergessen. Tut deine Ampere-Leistung erhöhen. In Prozent, oder? Ja, also das ist, da haben wir, wie bin ich jetzt komplett bescheuert, Alter, haben wir schon tausend Mal benutzt den Begriff. Wie heißt das denn nochmal bei Xero oder bei Scoot Taking Utility? Also wir sind gerade komplett brain AFK anscheinend, das ist echt so, das wird, ist schon kalt hier. Das wird kalt. Wie wird das dann im Polarkreis werden? Ich hoffe, wir müssen also. Jacke mitnehmen. Übrigens am Januar, 10. Januar, wollen wir mit einem Campingwagen eine dicke, fette Tour machen, und zwar zum Nordpol. Ja, wir fahren zum Polarkreis, Freunde. Nördlichster Punkt. Können wir eigentlich eine Weihnachtswanderung suchen, oder? Können wir machen, ja. Ja. Also YouTuber schlagen Weihnachtsmann zusammen. Egal, gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall, hier könnt ihr quasi ein bisschen was einstellen. Da könnt ihr aber wirklich was kaputt machen, deswegen seid ihr vorsichtig. Hier haben wir unten erstmal Active in Eco, Sport, Mord. Sport. In Eco, Normal. Eco-Normal, Sport, Eco-Sport, Normalsport oder in allen Modis. Macht Sinn, das nur im Sportmodus anzuhaben, aber bitte nicht in dem langsamen Setting, sondern nur in dem schnellen. Das macht sonst keinen Sinn. Es würde auch vielleicht sogar Sinn machen, das nur im D-Modus zu starten, weil sagen wir mal, wenn man angehalten werden könnte, dass die dann vielleicht nur im Sportmodus testen. Ja, also auf einem Privatgrundstück. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Dashboard aussieht in der App. Hier seht ihr zum Beispiel 22,5 Kilometer Restreichweite haben wir noch, 49% Akku. Und insgesamt hat der Scooter angeblich 1500 Kilometer runter. Das stimmt in dem Fall nicht, weil wir haben ja so einen kleinen Swap gemacht. Und deswegen wird das hier angezeigt. Also der Controller hat so viel runter. Genau, der Scooter ist aber neu. Oder fast neu. Was heißt fast neu? Der ist 50, 60 Kilometer gefahren oder so. Keine Ahnung. 60 Jahre alt. So, aber wie gesagt, auf Speed Boost gehen wir gleich ein. Jetzt haben wir noch BMS, Emulation, Cell Protection. Das wäre euch erstmal unnötig. Sounds and Button. Sounds and Button ist ganz witzig. Da könnt ihr zum Beispiel Button Press Action, Toggle Headlight on off. Also da könnt ihr machen, was passiert, wenn ihr einmal auf den Knopf drückt, wenn ihr zweimal auf den Knopf drückt und ob dann überhaupt ein Ton erscheinen soll und so weiter. Und zum Beispiel, wenn ihr. Moment. Na egal, auf jeden Fall könnt ihr hier einstellen, was passiert, wenn ihr auf den Knopf drückt oder welche Töne bei den verschiedenen Sachen kommen sollen. Ob das einmal kurz piept, ob das lang piept. Und Fun Fact an dieser Stelle: Der Scooter kann auch richtig Mucke machen. So. Du. Kann er wirklich, und das werden wir euch jetzt einmal kurz zeigen. Da gab es doch diese Melodien, die man hier einfügen konnte. Ihr seht da zum Beispiel, hier haben wir schon Star Wars. Du. Und das fügen wir jetzt hier mal ein. Einfügen und dann. Also ihr hört, ihr könnt halt irgendein Bullshit machen. Das ist schon ziemlich funny. Ihr könnt auch andere Melodien reinmachen und so weiter. Es ist unnötig, aber ihr könnt dann machen, dass diese Melodie beispielsweise kommt, wenn ihr den Modus wechselt. Ja. Und es ist einfach jetzt funny. Jetzt überlege ich euch mal, jetzt kann zwar immer noch nur den eigenen Geräusch machen, aber wenn jetzt mal ein Ninebot G3 Max kommt und der kann dann mehrere Töne machen, dann könntest du hier wirklich... Aber das ist noch Zukunftsmusik leider. Ja, es ist wirklich Musik. Ja, aber die Technik ist natürlich weiter in dem Ninebot G2 Max, aber im Grundlegenden auch irgendwie gleich. Ja, jetzt gehen wir mal direkt weiter in Profil 2. Profil 1 sind wir so gesehen jetzt durch. So, Secondary Profile. Und ihr seht jetzt ganz oben schon, hier läuft der ganze Hase ein bisschen anders. Wir haben nämlich im Eco-Modus bereits 30 Ampere reingeknallt und 23 km/h Topspeed. Das ist so, ich glaube, wir hatten das eingestellt, weil er dann in Wirklichkeit 22 km/h gefahren ist. Einfach, damit man im Eco-Modus
mal eben so tak, tak, schnell runterschalten kann und wieder 22 fährt. So für den allerletzten Versuch, da irgendwie aus der Nummer rauszukommen. So, dann sind wir hier im Drive-Mode. Da haben wir schon 35 Ampere, den CRC-Wert haben wir auf 1,3 und Höchstgeschwindigkeit haben wir bei 44 km/h. Und hier hatten wir auch Coast-Mode, deaktiviert Cares und Cruise-Control immer an. Deaktiviert Cares ist quasi einfach, dass der Scooter nicht von alleine abbremst. Wir fanden es damals geiler, dass er nicht automatisch abbremst. Beispielsweise bei dem Tesla ist es ein Muss, dass er automatisch abbremst. Dadurch habt ihr keinen Bremsverschleiß. Ich benutze die Bremse bei dem Fahrzeug nie. Und ihr kriegt deutlich mehr Akku zurück. In der Stadt mit einem Tesla zu fahren, ist viel sparsamer. Also Stop-and-Go mit dem Tesla ist viel sparsamer als geradeausfahren mit dem Tesla. Es ist ziemlich witzig, weil es genau umgekehrt ist wie beim Benziner. Naja, egal. Gehen wir weiter, Sportmodus. Hier haben wir 37 Ampere reingeknallt und 60 km/h. Die 60 km/h habt ihr gerade gesehen, da ging nämlich noch mehr, aber da haben wir halt gedrosselt. 60 km/h haben wir deshalb gedrosselt, weil der Tacho hier, also das Gaspedal, wenn man das nicht unten nochmal extra einstellt, denkt dann quasi bei Full Gas geben, ist 60 km/h. Das heißt, ja, wenn ich ihn jetzt auf 100 km/h stelle und ich drücke das Gas bis zur Hälfte durch, dann versucht er 50 zu fahren. Dementsprechend könnt ihr euer Gas nicht mehr dosieren. Das ist halt scheiße. Das heißt, wenn ihr 20 fahren wollt, dann müsst ihr so ganz minimal genau antippen. Wir können jetzt mal, just for the lols, einfach mal in das, den auf 90 km/h stellen. Ah, nee, ich muss ja erst auf Safe drücken. Safe. Oh, der puncht aber richtig. Ja, aber der will nicht schneller als 60. Was eine lahme Kiste, Alter. Ja, okay, der will jetzt nicht schneller. Er hat keinen Bock. Aber ihr seht auf jeden Fall, so würde das funktionieren. Alles andere Sachen sind halt komplett gleich geblieben. Übertreibt halt bitte nicht mit der Ampere-Leistung. Ich mache jetzt hier aus Spaß mal 65 Ampere rein. Nein, machen wir jetzt nicht kaputt. Aber machen wir mal 50 Ampere rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ich denke nicht, dass der jetzt noch irgendwie schneller fährt. Aber wie der gleich ein bisschen schneller fahren würde, zeigen wir euch. Denn wir gehen jetzt erstmal wieder runter. Alles andere hier ist komplett gleich geblieben. Wheel Size ist, glaube ich, genau 8,6 war der richtige Wert, glaube ich. Kann bin mir nicht sicher. Ja. Ich mache den jetzt auch mal auf 9. Dann haben wir den genauso wie gerade. Motor PWM, bla bla. Interessiert das mal keinen? Das haben wir gerade schon. Hier, Speedboost Experimental. V-Min, when activated, ist auf 23 km/h. Und die anderen Sachen sind einfach voll auf Anschlag geballert. Das heißt, ab 23 km/h geht der Speedboost erst los. Das heißt, ab 23 km/h verändert sich der Ampere-Wert. Ja, exponentiell pro gefahrenem km/h noch mal mehr. Ja. Und das heißt quasi, der kriegt immer mehr Leistung, bis irgendwann nicht mehr geht. Bis irgendwann platzt, ja. Genau. Und tatsächlich, ihr habt es gesehen, es ist komplett auf Anschlag geballert. Es ist nichts geplatzt. Hier geht nichts kaputt. Wir sind, also es funktioniert. Also, heißt natürlich nicht, dass nie was kaputt geht. Naja, aber jetzt haben wir die 60 km/h Marke geknackt. Und der läuft ziemlich ruhig für 60, muss ich sagen. Also der läuft echt smooth. Da eiert nichts rum oder sonst was. Der Motor hört sich nicht komisch an wie bei dem Ninebot, wenn man da richtig übertreibt. Ja. Dass der auf einmal anfängt, irgendwelche Voodoo-Flüche auszusprechen. Das klappt alles. Und gehen wir weiter runter. Hier haben wir nochmal hier alles nochmal Sportmodus, bla bla. Juckt nicht, habt ihr gerade schon gesehen. Motorstartgeschwindigkeit und so. Da waren wir gerade schon. Moment, ich gehe mal weiter runter. Und eigentlich waren das schon die Settings. Also, ihr seht, ich finde, Xyrodash ist einfacher einzustellen als Good Hacking Utility. Ja. Ihr dürft nur nicht vergessen, immer wieder auf Safe zu drücken. Ihr könnt hier mehr Schwachsinn einstellen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, die. Ich mache mal die Aufnahme wieder aus. So. Ihr habt hier die Möglichkeit, mehr Settings einzustellen. Also nicht mehr Schwachsinn einzustellen. Ich finde es allerdings ein bisschen einfacher, aber ihr müsst halt auch einen Fuffi dafür payen. Ja, ist ein bisschen heftig, finde ich schon. Der Vorteil ist aber ganz klar, wenn ihr zum Beispiel ein Modell habt, zum Beispiel den Ninebot G2 Max, wo ihr die zweitneueste Firmware habt oder so, die zum Beispiel mit Scooter Hacking nicht geht, aber mit Xyrodash schon, dann ist es immer noch günstiger, als sich einen neuen Controller zu kaufen, wenn man zum Beispiel einen ST-Link vermeiden will. Das heißt quasi, dann würden sich aus unserer Sicht die 50 Euro wieder lohnen. Richtig. Aber dazu muss man wieder sagen, wenn man sich wartet, kann auch seine Scooter-Hacking wieder nachliefern. Genau, das kann die man tun sich gerade so ein Battle, also schon eigentlich also immer schon so ein Battle liefern. Ja, weil Scooter-Hacking ist halt 100% free. Richtig. Ich habe da keine Werbung, nichts. Es ist 100% free, Scooter-Hacking-Utility zu benutzen. Ja. Und deswegen sollte man natürlich eher zu Scooter-Hacking-Utility greifen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bleibt einem entweder nur der Controller-Tausch, Xyrodash oder ST-Link. Und wenn man wirklich Freiheiten haben möchte, kauft euch den Ninebot G2 Max. Link ist in der Beschreibung. Und versucht den über Xyrodash oder Scooter-Hacking zu da tunen. Da frisst gerade eine Kuh euren Baum. Hey, das ist mein Baum.
Würde ich jetzt sagen. So ein Kuhkopf über den Zaun und frisst einfach einen Baum. Ja, lass die mal, die haben bestimmt Hunger. Alles klar, Freunde. Das war jetzt mal so ein kurzes Update dazu. Ästhetik-Video kommt, das haben sich viele gewünscht. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, wir haben halt echt momentan viel, was wir noch machen müssen. Aber das kommt, könnt ihr euch drauf verlassen. Genau. So, ich fahre jetzt eine Runde mit dem 60 km/h Nineboard gegen Baum. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Abonniert gerne den Kanal, seid auf jeden Fall Mitte Januar dabei. Dann werden wir eine Woche, zwei Wochen Livestream, wie wir zum Polarkreis driven. Ich glaube, das wird richtig lustig. Ich glaube, das wird richtig lustig. Und ich glaube, das werden auch Tage dabei sein, wo man einfach so gar keinen Bock mehr hat. Das wird so richtiger Höhenflug sein. Also richtiger so richtig so ein Auf und Ab der Gefühle. Kann wirklich sein. Mit so, boah, voll geil. Und so, boah, was machen wir hier eigentlich? Und dann, boah, voll geil, was machen wir eigentlich? Seid dabei, Freunde. Das wird alles live festgehalten. Vielleicht haben wir uns alle gegenseitig auf die Fresse. Das kann sein. Und ja, dann seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne den Kanal. Und fahrt vorsichtig und fahrt nicht auf der Straße mit solchen Mopeds. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Ja.